Herzlich willkommen zur 10. Folge meiner Serie Online-Marketing-Konzept. Wenn du dein Online-Marketing auf eine strategisch planvolle Weise betreiben möchtest und langfristigen Erfolg sicherstellen möchtest, dann brauchst du ein professionelles Online-Marketing-Konzept. Und wie du das für dein Unternehmen erstellst, darum geht es hier in meiner Serie. Wenn du keine Folge meiner Serie mehr verpassen möchtest, dann weißt du, was zu tun ist. Da unten ist der Abo-Button und nicht vergessen, die Glocke zu klicken. Los geht's. Ich hatte in den vorangegangenen 9 Folgen erläutert, welche Einflussfaktoren es gibt, die letztendlich entscheidend dafür sind, wie dein individuelles Online-Marketing-Konzept aussieht. Und die Videos habe ich dir übrigens unten nochmal alle verlinkt. Heute geht es um den Prozess der eigentlichen Konzepterstellung. So, was dich da jetzt sicherlich nicht wundern wird, ist, dass der Prozess der Konzepterstellung mit den Zielen eigentlich beginnt. Das machen ganz viele Leute falsch. Die reflektieren die Ziele im ersten Schritt nicht, sondern die fangen einfach irgendwo an, weil sie beim Mitbewerber was gesehen haben oder. Zu dem Thema habe ich in einer der vorangegangenen Folgen ja ausführlich referiert, deswegen will ich das an der Stelle nicht wiederholen. Der nächste Punkt ist im Grunde genommen die Analyse des strategischen Umfeldes. Auch das will ich nicht wiederholen, weil das habe ich ja in den vorhergehenden Folgen ausführlicher erläutert. Das sind ja im Grunde Einflussfaktoren wie der Mitbewerber, das Budget, Marke oder Preis, habe ich eine starke Marke oder muss ich über den Preis in den Markt? Wie viele Handelsstufen sind im Spiel? Bin ich lokal, national oder international unterwegs etc. pp. Diese Themenstellungen müssen wir im Rahmen eigentlich bevor du an die konkrete Erstellung deines Online-Marketing-Konzeptes herangehst, klar sein. Dazu bitte die Videos Folge 1 bis 9 ansehen. Jetzt geht es um die unterschiedlichen Methoden der Konzepterstellung und da differenziere ich nach 6 Methoden, die ich in unterschiedlichen Projekten auch alle schon mehrfach durchgeführt habe. Die will ich dir jetzt ganz kurz erläutern bzw. ansprechen. Und in den nächsten 6 Folgen gehe ich auf diese unterschiedlichen Methoden im Detail ein. Methode 1. Methode 1 ist die Orientierung am Budget. Ich sage dazu auch schon mal Ausschlussverfahren. Es geht hierbei darum, im Vorfeld schon Dinge auszuklammern, die per Budget gar nicht realistisch durchführbar sind. Das bedingt natürlich, dass du ein Budget, eine Kenngröße hast. Dein Chef oder wenn du in einer Agentur arbeitest, dein Kunde muss dir dann eine Budgetvorgabe machen. In der Praxis ist das oft ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, in der nächsten Folge meiner Serie werde ich die Methode 1 im Detail erläutern. Methode 2. Beim Zero-Base-Ansatz tue ich so, als gäbe es keine Restriktionen und prüfe wirklich Disziplin für Disziplin durch. Ich mache Konzeptionen auf Basis dieses Ansatzes seltener, weil das sehr kostenintensiv ist. Aber ab und zu gibt es eben Firmen, die sagen, Herr Dr. Lamennet, egal, wir investieren das jetzt, bitte prüfen Sie mal alles durch und schauen, wo wir hinkämen, wenn es budgettechnisch keine Vorgaben gäbe. So, und im weiteren Verlauf diskutiert man dann die recherchierten Ansätze und die Zahlen. Und mehr zu diesem Ansatz gibt es in der übernächsten Serie. Das wäre in der übernächsten Folge, das wäre dann die Folge 12. Methode 3 ist die Ausrichtung an harten Kennzahlen. Eine harte Kennzahl ist ein Umsatz oder eine Conversion im Sinne
eines ausgefüllten Formulars mit entsprechenden Kontaktdaten oder Vorgaben, was der jeweilige Lead denn nun konkret von dir möchte. Das Thema Ausrichtung eines Online-Marketing-Konzeptes an harten Kennzahlen werde ich in Folge 13 erörtern. Methode 4 ist die Ausrichtung an weichen Kennzahlen. Weiche Kennzahlen, beispielsweise Reichweite, gibt es im Marketing schon seit Jahrzehnten, im Online-Marketing natürlich auch. Sie haben bei bestimmten Konstellationen tatsächlich auch eine relativ hohe Bedeutung, obwohl im Online-Marketing natürlich sehr viel auch mit harten Kennzahlen gearbeitet wird, weil du es einfach messen kannst. Nichtsdestotrotz gibt es Konstellationen, da macht die Orientierung an weichen Kennzahlen absolut Sinn. Dazu mehr in Folge 14. Methode 5, die Ausrichtung an Mitbewerber. Ein sehr spannendes Thema, wenn du eine Abkürzung gehen willst und wenn es einen Mitbewerber gibt, der es wirklich drauf hat. Und zwar nicht nur augenscheinlich, sondern von dem du weißt, dass auch die Zahlen unterm Strich stimmen. Dann kann es nämlich durchaus interessant sein, sich mal ganz genau anzusehen, wann macht der wo, wie, was, mit wem und so weiter und so fort. Und deine eigene Konzeption in diese Richtung zu entwickeln. Mehr dazu in Folge 15. Methode 6, auch das ist eine spannende Option, der iterative Prozess, die iterative Herangehensweise. Das mache ich durchaus auch öfter in Kundenprojekten, man braucht dafür halt Geduld. Weil die iterative Methode im Grunde so ein bisschen immer die Erfahrungen aus kleinen Projektschritten mitnimmt und fortschreibt. Ich werde dir in der Folge 16 genau erklären, wie dieser Ansatz funktioniert. So, das war's für jetzt. Ich freue mich natürlich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wo ich den ersten Ansatz im Detail bespreche. Der Abo-Button, weißt du ja, wo der ist. Und wenn du magst, klicke auch auf die Glocke, damit du eine Benachrichtigung erhältst. Danke für deine Aufmerksamkeit.